In diesem Video beschäftigen wir uns mit Interaktionseffekten. Zuerst zu einem Beispiel. Nehmen wir an, wir haben die Hypothese, je höher das Budget des Ja-Kampagnenanteils ist im Vergleich zum Nein-Kampagnenbudget, desto größer ist der Anteil der Ja-Stimmen bei der Abstimmung. Das ist eine normale Hypothese. Nun kommen wir zur Interaktion. Wir gehen davon aus, dass dieser Effekt stärker ist, je wichtiger eine Vorlage ist. Also ist die Vorlage sehr wichtig, ist der Effekt groß. Bei unwichtigen Vorlagen gehen wir davon aus, dass es kaum einen Effekt hat. Unsere Hypothese lautet dann so, je wichtiger eine Vorlage ist, desto größer ist der Effekt des Kampagnenbudgets auf den Ja-Anteil bei der Abstimmung. Nun, wie modellieren wir das Ganze? Der Haupteffekt ist x auf y. Das wäre das Kampagnenbudget, wäre in unserem Fall x, y wäre der Ja-Anteil bei der Abstimmung. Die Wichtigkeit der Vorlage ist ein sogenannter Moderator. Der Moderator hat einen Effekt auf den Effekt. Das heißt, wir zeichnen einen Pfeil vom Moderator zum Pfeil hin von x auf y. Gleichzeitig zeigen wir mit dem gestrichelten Pfeil noch an, dass der Moderator auch einen direkten Effekt auf y haben kann. Nun, das Ganze mathematisch dargestellt ist, also wenn wir jetzt noch keinen Moderatoreffekt haben, einfach beide normal ins Modell nehmen, dann wäre es yi ist gleich beta 0 plus beta 1 x1i plus beta 2 x2i plus epsilon i. Nun gehen wir davon aus, dass also x1 wäre bei uns das Kampagnenbudget, x2 wäre die Wichtigkeit der Vorlage und y ist der Ja-Anteil bei der Abstimmung. Nun gehen wir davon aus, dass der Effekt von x1i, das Beta davor, dass das abhängig ist vom Moderator, also von x2. Dazu modellieren wir das so, dass wir sagen, statt Beta 1 schreiben wir dann Alpha 1i. Mit i zeigen wir, dass es abhängig ist von x2i, das ebenfalls ein i hat. Dann ist Alpha 1i, können wir modellieren als Beta 1 plus Beta 3 x2i. Das können wir dann zusammensetzen, also wir können Alpha 1i ersetzen durch Beta 1 plus Beta 3 x2i und kommen so zu yi ist gleich Beta 0 plus Klammer Beta 1 plus Beta 3 x2i Klammer geschlossen x1i plus Beta 2 x2i plus yi. Das Ganze können wir dann auflösen und herumschieben, so kommen wir zum Effekt yi ist gleich Beta 0 plus Beta 1 x1i plus Beta 2 x2i, wie wir das bis anhin hatten, plus dann noch Beta 3 x1i mal x2i plus epsilon i. Das heißt, in einer Interaktion wird das Produkt modelliert von zwei unabhängigen Variablen. Wir nehmen immer auch den Hauptterm ins Modell auf. Also wir sagen nicht einfach yi ist gleich Beta 0 plus Beta 1 x1i x2i plus epsilon i, sondern immer auch die Hauptvariable. Das ist zum einen die Hauptvariable von x auf y, das im Modell hatten, aber auch vom Moderator auf y, das war die gestrichelte Linie. Nun ist es so, Interaktionsterme sind immer symmetrisch. Das heißt, wir könnten im Modell könnten wir x und den Moderator auch vertauschen. Das Modell am Schluss würde genau gleich aussehen. Also was der Moderator ist und was die haupterklärende Variable, das ist ein rein theoretischer Entscheid. In A macht es keinen Unterschied. Wenn wir jetzt das Gleiche machen würden, indem wir Beta 0 plus Beta 1 x1i plus Alpha 2i x2i plus epsilon i, dann Alpha 2i ist gleich Beta 2 plus Beta 3 x1i. Dann könnten wir das wieder einsetzen und würden am Schluss auch auf yi ist gleich Beta 0 plus Beta 1 x1i plus Beta 2 x2i plus Beta 3 x1i x2i plus epsilon i kommen. Also zum genau gleichen. Das heißt, die Reihenfolge, wie wir das modellieren, spielt keine Rolle. Nun können wir uns das Ganze in R anschauen. So laden wir zuerst wieder Heaven und Tidyverse, einen Datensatz einzulesen und zu rekodieren. Hier mache ich jetzt gleich, gebe ich den eingelesenen Datensatz gleich zu Mutate. Wie beim letzten Mal mache ich wieder, dass wir die Variable Initiative haben. Ich sage, ob eine Vorlage eine Initiative ist oder nicht. Dann definiere ich noch from SVP, sage, wenn die Variable Urheber steht, wer Urheber ist, einer dieser ist, dann soll es SVP sein und in allen anderen Fällen nicht SVP. Sie habe ich jetzt einfach SVP nahe genommen. Zum Beispiel auch junge SVP oder die Ounce. Dann im Modell ist es so, dass wir das wie bis anhin die abhängige Variable, dann Tilde und dann die beiden unabhängigen Variablen. Statt ein Pluszeichen schreiben wir nun aber ein Stern dazwischen, ein Malzeichen. Wir können das Ganze auch schreiben mit Initiative plus from SVP plus Initiative Doppelpunkt from SVP. Mit dem Stern geht es aber schneller und so macht das automatisch. So, wenn wir das mal rechnen, modellieren wir, ob
eine Vorlage initiativ ist oder nicht und ob sie von der SVP kommt oder nicht. Sie sagen, dass der Effekt kleiner ist, gehen ja davon aus, von Initiative, wenn es von der SVP kommt. Initiative werden ja stärker abgelehnt als Vorlagen, die keine Initiative sind. Also Gegenvorschläge, obligatorische Referenden und fakultative Referenden haben in der Regel einen höheren Anteil als Initiativen. Weil aber SVP-Initiativen relativ gut abschneiden, häufig sagen wir, dass wenn sie von der SVP kommt, dass dann der Unterschied geringer ist, der Vorlage, sondern der Effekt nicht mehr so stark ist. Das anschauen, sehen wir es hier, wir kriegen den 18-Abschnitt, dann kriegen wir, ob es ein Vorlagentyp, ob es eine Initiative ist oder nicht, dann, ob es von der SVP ist oder nicht und dann den Interaktionseffekt. Das heißt, der Interaktionseffekt ist, müssen wir dann hinzufügen, wenn sowohl, wenn es eine Initiative ist und von der SVP kommt. Also wenn beide den Wert 1 haben. Jedes davon kann ja 1 oder 0 haben. Das sind alles 18-Abschnitte. Also wir haben zuerst haben wir den 18-Abschnitt, wenn es keine Initiative ist und nicht von der SVP kommt. Dann hat eine Vorlage einen Wert von 57,7% Anteil im Durchschnitt. Wenn es ein Referendum ist, das von der SVP kommt, dann ist der Ja-Anteil um 6 Prozentpunkte geringer, 6,3. Wenn es eine Initiative ist, die nicht von der SVP kommt, dann ist sie um 23 Prozentpunkte tiefer im Durchschnitt. Wenn es nun eine Initiative ist, die von der SVP kommt, dann müssen wir alle zusammenzählen und kriegen dann die Summe davon. Also das heißt, die 75,7 minus die 22,95, minus die 6,37 und plus die 14,5. So kriegen wir dann den 18-Abschnitt. Nun, wenn wir eine Hypothese prüfen, können wir das auf verschiedene Arten machen. Wir können es zum einen machen, indem wir einfach schauen, ob der Interaktionsterm signifikant ist. Das können wir hier anschauen. Wenn wir sagen, der ist signifikant, dann heißt es, die Interaktion macht Sinn. Wenn der nicht signifikant ist, können wir das Modell auch nochmals rechnen ohne die Interaktion. Dann können wir überprüfen, ob der Unterschied zwischen 18 Abschnitten signifikant ist. Das können wir machen, indem wir die zwei zusammenzählen. Dann müssen wir aber die Signifikanz überprüfen. Das können wir mit der Library Car machen und Linear Hypothesis, das wir bereits kennengelernt haben bei den Dummy-Variablen. Hier können wir jetzt, wenn wir das andere wollen, so sagen wir Initiative, Initiative plus Initiative, Initiative, Doppelpunkt from SVP. Also wir nehmen den Wert plus den Wert und schauen, ob die zwei zusammen, die beide signifikant sind. Also ob minus 22 plus 14 sind ja etwa minus 8, ob das dann noch signifikant ist. Wir prüfen ja das hier, was wir hier schreiben, überprüfen wir gegen 0. Wir sehen, es ist nicht signifikant. Das heißt, Initiativen, die von der SVP kommen, sind nicht signifikant schlechter als Referenden etc. Hingegen, wenn es eine Vorlage ist, die nicht von der SVP kommt, dann ist der Unterschied statistisch signifikant. Das sehen wir an dem Wert. Dann ist es der alleine. Das ist der Unterschied, wenn die Initiative nicht von der SVP kommt, die zwei zusammen, wenn es von der SVP kommt, weil das dann den Wert 1 kriegt. Nun können wir auch noch überprüfen, ob der 18-Abschnitt für die Initiative SVP signifikant ist. Dazu fügen wir noch den Intercept hinzu und sehen, der Intercept, der 18-Abschnitt für Initiative SVP ist signifikant unterschiedlich von 0. Das heißt, wenn wir jetzt das in einem Plot einzeichnen würden, dann sehen wir, es ist nicht 0. Das Ganze können wir nun auch plotten. Das machen wir, indem wir zuerst noch beim Plot, also wir könnten auch noch weitere Variablen hinzufügen, zum Beispiel Nationalrat. In dem Fall sehen wir, dass es die Interaktion nicht mehr signifikant ist, weil alles vom Anteil im Nationalrat kontrolliert wird, weil dort der Unterschied eigentlich zu finden ist. Und dann, um das Ganze zu plotten, können wir die Bibliothek SJ-Plot verwenden und davon die Funktion PlotModel. Dann geben wir das, zuerst das Modell an, dann, weil es eine Interaktion ist, sagen wir Type gleich Int für Interaction. Und dann ist es wie ggplot, wir können noch weitere Layer hinzufügen. Ich füge jetzt hier noch Theme Minimal an, um den hässlichen grauen Hintergrund wegzukriegen. Dann sage ich, um die Legende anzuschreiben, füge ich noch Scale Color Manual hinzu, Values Blue Red, die Farben hinzufügen und Name Urheber. Dann sage ich, die x-Achse hätte ich gerne nicht angeschrieben. Und Scale While Continuous will ich noch das Prozent angefügt werden. Das machen wir mit Scales Percent Underline Format. Hier können wir noch definieren, Scale gleich 1, weil normalerweise ist es 100.
aber weil es bereits in 100er ist, die Variable, sage ich, soll es nicht skalieren, nicht mal 100 rechnen. Kriegen wir so den Output, sehen hier die Prozente und hier die Achsenabschnitte der entsprechenden, also die Werte mit den Konfidenzintervallen. Wir sehen, die blauen sind nicht SVP, die roten sind SVP, hier sind, wenn es keine Initiative ist, hier ist es, wenn es eine Initiative ist. Sehen wir auch, ob es von der SVP kommt, macht es keinen Unterschied, hingegen bei der Nicht-SVP macht es einen Unterschied. Nur noch ein Beispiel mit einer kontinuierlichen Variable. Wir könnten auch diskrete mit kontinuierlichen mischen. Hier jetzt ein Beispiel, wo beides kontinuierlich ist. Hier haben wir zum einen Importance, das ursprüngliche Beispiel, und das Kampagnenbudget. SuperShare 2, das wir bereits vor einigen Wochen kennengelernt haben. Die miteinander Summary anschauen, den wir hier, ist nicht wirklich signifikant. Also wir könnten es theoretisch ohne rechnen, es bringt nicht so viel. Nichtsdestotrotz zeige ich euch jetzt, wie man das plotten könnte. Wieder mit Model Type Int, ist eigentlich genau gleich vor Theme Minimal. Dann hier mache ich Scale Column Manual und Scale Fill Manual, weil es hier noch ein Geom Ribbon drin hat beim Plot Model, um die Bandbreite auch zu färben. Schön anzuschreiben, dann wieder das mit den Prozenten und XLab schreibe ich noch mit nationale Bedeutung Vorlage an. Wenn wir das nicht schreiben würden, würde noch ein bisschen mehr dort stehen. Sehen wir hier, da kriegen wir jetzt die Grafik zurück. Rot ist für, wenn der Propagandaanteil 100% ist, blau ist, wenn es 0% ist. Nun können wir überprüfen, sind die Unterschiede hier signifikant? Zuerst mal beim Blauen können wir schauen, indem wir sagen 100 mal SuperShare plus 9 mal 100, das sind 900, mal Importance mal SuperShare. 100, weil wir das Rote anschauen, 9, weil die nationale Bedeutung 9 ist. Deshalb 9 mal 100 gibt 900. Und dann könnten wir das abziehen. Das hier abziehen, das ist ja 0 mal SuperShare 2 und 0 mal 9 mal Important SuperShare gibt 0. Das heißt, das fällt weg. Wenn wir jetzt irgendwas dazwischen rechnen wollten, müssen wir das zuerst schnell mathematisch von Hand ausrechnen. Dann sehen wir zum Beispiel, wenn wir von 80 und 60 den Unterschied wollten, hätten wir hier 20. 20 mal SuperShare plus 9 mal 20, das wären dann 180 mal Importance Doppelpunkt SuperShare 2. Also wir sehen hier, der Unterschied zwischen hier und hier ist signifikant. Sie hingegen den Unterschied zwischen hier und hier anschauen. Hier haben wir jetzt nationale Bedeutung der Vorlage 4. Es gibt keine Vorlage, die eine Bedeutung hat, die tiefer als 4 ist. Soweit ich weiß, wurde dabei Vox, wurden die Leute gefragt, die Wichtiges finden. Ich nehme an, es wird ein Durchschnittswert sein. Können wir das mit 100 mal SuperShare plus 4 mal 100, also 400 mal Importance mal SuperShare. Und hier sehen wir, hier ist der Unterschied nicht mehr signifikant. So können wir Hypothesen überprüfen, die nicht direkt ablesbar sind.